Ja. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Reaction-Kanal. Das letzte Video war ja die Reaction zu SpongeBob's Mörder von RMX-Diego, beziehungsweise Remix war ja von Alex N, aber auf dem Kanal von Remix Diego. Und jetzt habe ich mir tatsächlich nochmal einen neuen Track rausgesucht, auf den wir jetzt reagieren. Und zwar San Diego Leben im Burnout, produziert von Eamon. Ja, E-Man 47, 47 wahrscheinlich eher. Remix bei Remix Diego. Video von RMX Diego. Beat von E-Man 47. Thumbnail von WFL Designs. Acapellas bei. Oder Acapellas von RMX Diego. Und Hootie. Jawoll. So, hier nochmal ein paar Links. Und. Würde ich sagen, gehen wir rein. Let's go. Boah, der Beat klingt jetzt schon geil. E-Man 47, it's a hit. Okay, 47, ja, alles klar, gut. Oder was geht jetzt ab? Was geht denn, Digga? Ich war nirgendwo willkommen. Das Leben und das Schicksal meinten es nicht gut mit mir. Bruder, okay. Ist kurz Lebensgeschichte hier geworden. Aber krass, dass man sowas ins Video packt. Digga, krass. Würde ich niemals machen. Also, never. Vielleicht auf Real Talk Kanal, aber nicht hier, Bruder. Nicht auf Hauptkanal. Oder auf Reaction Kanal, jetzt yeah, zum Beispiel. Ich war schon immer sowas wie ein Einzelgänger. Meistens war ich immer derjenige, der ach ausgegrenzt wurde. Ich konnte es gerade nicht lesen, Alter. Aber krass. Ey, Bruder. Ey, ich weiß gerade ehrlich nicht, was ich sagen soll. Weil irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ausgegrenzt werden so. Irgendwoher kenne ich das. Ey, aber krass, dass man sowas in den Track packt. Krass, Alter. Grüße gehen da auf jeden Fall raus an den Bruder hier, RMX Diego. Grüße gehen raus. Das änderte sich viele, viele Jahre nicht. Okay, tschüss. Aber dann kamen bestimmte Leute in mein Leben, die mir geholfen haben, mich zu integrieren. Ich muss jetzt wirklich bei OBS gucken, was da steht, ne? Ich habe das nicht erkannt. Starteten von unten, heute sind wir hier. Steuern abkassieren, doch ihr seid nicht Deutscher auf Papier. Nirgendwo willkommen, fremd in meiner Haut. Das wird Zeit, jetzt kriegt der beste deutsche Rapper seinen Applaus. Burnout-Syndrom, 3 Stunden Schlaf. Ganze Zeit schuften, hier ist Leistung gefragt. Die ganze Welt lacht mich aus, doch ich wusste, dass ich mit der Scheiße Geld mach, weil ich selbst an mich glaub. Fick auf Review-Texte vom Presseschreiber. Mich hab G-Connection wie ein Netzbetreiber. Bezahl keine Steuer, aber gerade wie ein Leutnant. Ich fang ne Kugel für mein Team, als wär ich Manuel Neuer. Started from the bottom, wird die Fake-G's ermorden. King of Autotune, JP Performance. Seit 04 am Hustlen, wer sagt mir, was folgt am Schluss? Entweder goldener Schuss oder Goldstatus. Viele Jahre hat es gedauert, bis ich zu dem Menschen wurde, der ich jetzt bin. Alter, Digga. Halbe Geschichte hier, aber krass. Es macht irgendwie voll, ich habe gerade irgendwie voll Lust, das weiterzugucken auch. Oder halt generell jetzt habe ich erst recht Bock auf das, auf den Track und auf dieses Video einfach. Auf einmal pflegte ich Freundschaften und hatte ein gutes Leben. Naja, ich Digga. Lesen muss gelernt sein. Das habe ich vielen, sehr vielen Leuten zu verdanken, Herr Bruder. An erster Stelle geht ein Danke raus an meinen Bruder Marcel. Ohne ihn wäre ich niemals so weit gekommen. Okay, das wird noch heller, ja gut.
Ist halt sehr dunkel bei mir gewesen gerade, deswegen die wichtigsten Folgen jetzt. An Salah, wer will uns töten? Bruder, in deiner Brust schlägt das Herz eines Löwen. Danke geht an jeden, der seit Tag 1 am Start war. Danke an Pat, seit Tag 1 Partner. Danke an Julian, Showbiz ist ne Ratte. Du bist für mich sowas wie ein Blau, den ich nie hatte. Danke an Drama, wir gehen raus als feierhabende Männer. Wir haben im Studio 6 Monate geschlafen wie Penner. Dank meiner Mom, zu zweit Damen arm. Ich danke ihr allein schon dafür, dass sie mich bekam. Danke meiner Oma, du bist wie ne zweite Mama. Seit ich denken kann, mich so geliebt wie keinen anderen. Danke meiner Frau, deine Seele ist schon taub. Für dich würde ich sterben, ganz egal ob du's glaubst. Und danke an meinen Sohn, du bist meine Motivation. Ich schwöre ganz allein, nur für dich holt dich den Thron. Natürlich gibt es noch weitere Dankesag. Ich habe jetzt halt die Namen nicht vorgelesen, weil ich hatte jetzt nicht unbedingt die Lust, jedes Mal zu pausieren. Hätte ich zwar nicht machen müssen, aber ist halt auch schön, mal kein Gelaber dazwischen zu haben, während sowas läuft. Deswegen, ja man. Danke an Sparky, deine Reactions sind einfach der Wahnsinn und mit dir ist es sehr lustig. Achso, ich kann gerade das letzte Wort nicht lesen. Sprachen der Bubble. Man 47 is a hit. Ich danke ihr allein schon dafür, dass sie mich bekam. Danke meiner Oma, du bist wie eine zweite Mama. Seit ich denken kann, mich so geliebt wie keinen anderen. Danke meiner Frau, deine Seele ist schon taub. Für dich werde ich sterben, ganz egal ob du's glaubst. Und danke an meinen Sohn, du bist meine Motivation. Ich schwöre ganz allein, nur für dich holt ich den Thron. BBM ist meine Bande, meine Gang. Das wollte ich schon immer rappen, danke meinen Fans. Alter, also Digga. Erstmal fett geiles Storytelling, auf jeden Fall fühle ich, feiere ich, also wirklich, no joke, Hammer, Hammer geiles. Ich bin gerade mit meinem Headset-Mikrofon gegen mein Mikrofon gekommen, gibt zwar nur Sinn, aber juck mich nicht, so, aber Digga, was ein krankes Storytelling ist da bitte drinne? Ja, what the actual fuck ist das für ein krankes Storytelling, bitte? Ich hab Gänsehaut gerade, ne? Ich hab wirklich gerade einfach nur Gänsehaut. Aber naja, könnt euch das Originalvideo gerne nochmal selber, wenn ihr die Texte lesen wollt, einfach pausieren. Und ja, damit würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei RMX Diego vorbei. Link unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise ist unten geedit. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.